Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder One.de und zwar mit dem Gaming-PC IN290 für 1.459,99 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, das System wurde mir wie immer vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal auf Discord von Happy Buddha. Der hat wohl eine Freundin irgendwie abgehalten, sich das System zu kaufen, weil sie es sich kaufen wollte, weil er schön aussah. Naja, den schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ja, das ist absoluter Fake. Es wurde ja auch explizit angesprochen in Discord. Also das Gehäuse stimmt natürlich, die Wasserkühlung stimmt nicht. Hier ist eine BeQuiet-Wasserkühlung drin anstatt eine NZXT, die ist dann auch nicht weiß. Das Board ist auch ein NZXT-Board, denke ich. Da ist auch ein anderes drin, das ist auch schwarz. Die Grafikkarte wird auch nicht so aussehen. Belassen wir es einfach dabei, das Gehäuse stimmt, der Rest nicht. Und das ist halt auch immer so ein Thema. Ne? Die Leute kaufen viel nach Optik. Sie wollte sich den jetzt kaufen, weil er schön aussieht. Aber naja, die Bilder stimmen halt nicht. Kommen wir auch direkt zu den technischen Daten. Das Gehäuse ist ein NZXT. H5 Flow RGB Weiß. Das bringt schon zwei RGB beleuchtete Lüfter in der Front mit A 140 mm und einen hinten 120 mm, der nicht beleuchtet ist. Das Case hatte ich leider noch nicht da, aber es hat eine Mesh Front. Es bringt drei Lüfter mit. Oben kommt ja sowieso noch eine Wasserkühlung rein. Vom Airflow her wird das dann schon gehen. Wie gesagt, habe selber noch nicht drin gebaut, aber es reicht völlig aus. Und das kostet 109,89 € bei Mindfactory. Der Prozessor-Kühler ist eine Wasserkühlung BeQuiet PureLoop 240. Grundsätzlich muss ich sagen, hatte ich auch noch nicht im Test. Habe aber viele Erfahrungsberichte, unter anderem von unseren Mods auf Discord und auch von verschiedenen Usern. Die Pumpe ist wohl sehr laut und eine 240er für den Prozessor kann funktionieren im Gaming-Betrieb. Solltet ihr den Prozessor voll auslasten und dazu auch noch die TDP-Limits aufheben, dann wird das da nichts mehr. Es gibt hier einen schönen Artikel von Computerbase, den verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Hier steht, das heißt bis zu 275 Watt reine CPU-Package-Power für den 11700K und das schafft ihr mit einer 240er einfach nicht mehr. Selbst bei einer 360er wird das schon sehr eng. Betreibt man natürlich den Prozessor in seinen Grenzen, wie es von Intel vorgesehen ist, sollte es eigentlich kein Problem mit dieser Wasserkühlung darstellen. Da ist es aber immer noch so, dass halt die Pumpe sehr laut ist. Und die kostet 91,70 € bei Mindfactory. Der Prozessor, haben wir eben schon angesprochen, ist ein Intel Core i7-11700K. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, eine TDP von 125 Watt und unterstützt offiziell DDR4-3200MTS. Könnt ihr auch mit 3600 betreiben, überhaupt kein Problem. Das Ding ist einfach, der Prozessor wurde released im April 2021. Das ist schon eine Weile her. Wir sind schon in der 14. Generation, auch wenn die 14. Generation eher so ein Rename ist von der 13. Aber ist ja egal, ist auf jeden Fall ein älterer Prozessor. Der reicht natürlich völlig aus zum Streamen und zum Zocken und so weiter, man sollte aber bei dem Preispunkt schon auf eine neuere Generation setzen. Ich möchte damit einfach nur sagen, der ist nicht schlecht, aber eben schon älter. Und er kostet dennoch stolze 291,46 € bei csvdirekt.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro SL Series DIMM Kit. Also erstmal haben wir hier zwei Riegel, A 16 GB, das heißt Dual Channel schon mal gegeben. 3200 MTS, ja, ist die Spezifikation von Intel. 3600er hätte ich lieber gesehen. Und wir haben hier natürlich noch DDR4, wobei man immer noch ganz häufig sieht bei Systemen, sage ich mal, bis 1500 €, dass die immer noch DDR4 verwenden. Wenn ich persönlich mir ein System bauen würde, würde ich ein DDR5-System bauen. Aber das geht mit dem Prozessor, der hier drin ist, sowieso nicht. Von daher, das Korps wie gesprungen. Und der kostet 81,98 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 8 GB NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti KFA2 Einklick-OC. Hier weiß man zumindest, was man bekommt. Die Grafikkarte sieht natürlich nicht so aus wie auf dem Bild. Wer sich aber nicht auskennt, kauft das System und wundert sich dann, warum das halt anders aussieht. Zu der Grafikkarte sei gesagt, eine 4060 Ti reicht für Full HD und auch WQHD Gaming. Kommt drauf an, was ihr erwartet. E-Sports-Titel natürlich ganz easy, auch in 4K, wenn ihr das wollt. Aber wenn ihr jetzt einen AAA-Titel in WQHD spielt, wird es vielleicht ein bisschen eng an der einen oder anderen Stelle. Beste Beispiele sind immer Hogwarts Legacy oder Cyberpunk und so weiter. Natürlich, es gibt noch die 4070, 4070 Ti, 4080, 4090. Die
sind nicht ohne Grund am Markt. Einen FPS-Sitz dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 409 Euro bei Amazon.de. Das Mainboard ist ein MSI MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi. Da wir hier ein 11700K haben, brauchen wir natürlich auch ein passendes Board. Das war früher Z490, das war der höchste Chipsatz und der Sockel 1200. Bedeutet für euch, wollt ihr irgendwann upgraden auf die 12., 13. oder 14. Generation, funktioniert das mit diesem Board nicht, weil die haben schon den Sockel 1700. Dennoch war das früher ein sehr, sehr beliebtes Board. Es hat auch eine gute Ausstattung, ist Full ATX, das ist schon in Ordnung. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches oder vielleicht eine USB-Erweiterungskarte. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C ist auch mit am Start, Onboard-Grafik könntet ihr theoretisch hier benutzen, lasst es bitte, zieht das Bild über die Grafikkarte, 2x USB 2.0 und ein PS2-Anschluss. Das ist echt vernünftig, wenn man sich ein älteres System irgendwo noch zusammensucht, sei es auf eBay Kleinanzeigen oder eventuell sogar neu kauft, so wie hier, ist das ein vernünftiges Board. Und das kostet 144,07 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Western Digital WD Blue SN 570. Er hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Die ist in Ordnung. Haben wir auch früher ganz oft empfohlen, für einen normalen Gamer reicht die völlig aus. Ob ihr mit 1 TB klarkommt, müsst ihr selber wissen, ansonsten baut euch hinterher noch eine zweite SSD rein, mit dem Mainboard geht das ja. Und die kostet 51,90 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI MPG A850G PCI Express 5. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Top aktuelles Netzteil. Haben wir auch ganz oft empfohlen, auch mit den aktuellen Grafikkarten, weil das bringt auch schon den neuen Stecker für die neuen Grafikkarten mit. Ab 4070 Ti habt ihr ja diesen 12 Volt High Power Anschluss. Bei der 4070 gibt es das glaube ich auch, aber da wechselt sich das immer ab, je nach Hersteller. Auf jeden Fall bringt das Netzteil die aktuellsten Anschlüsse mit. 850 Watt sind für das System natürlich schon ein bisschen viel. Aber wenn ihr später upgraden wollt, was die Grafikkarte angeht, habt ihr auf jeden Fall noch Luft. Und das kostet 134,80 € bei Mindfactory. Ansonsten haben wir noch 36 Monate Herstellergarantie, das ist keine Selbstverständlichkeit, plus kostenlose Rücksendung, also nicht Abholung, das ist nicht Pickup und Return, aber ihr kriegt ein Rücksendelabel, müsst das Ding dann selber zur Post bringen. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.343,82 €. Und das System kostet 1.459,99 €. Da habt ihr jetzt einen Preisaufschlag von ca. 115 €. Also zu teuer ist das System nicht, wenn man für so einen alten Prozessor in Anführungsstrichen natürlich noch so viel Geld hinlegt, obwohl man für den Preis auch schon 13.500 da bekommt, ist halt schwierig. Wie ich auch schon am Anfang sagte, ein DDR4-System würde ich mir gar nicht mehr kaufen in der Preisklasse. Da kann man beim 1.000 € oder 1.200 € PC noch drüber reden, aber gut, so ist es jetzt halt. Was mich hier halt ein bisschen stört, ist noch die Wasserkühlung, aber selbst da, wenn man den wirklich in seinen Grenzen betreibt, kann man das soweit schon machen. Man kauft halt auf gut Deutsch gesagt Resterampe. Prozessor, Mainboard und so weiter wird alles in Zukunft nicht mehr unterstützt. DDR4 läuft auch langsam aus. Das einzig Gute ist hier halt die 4060 Ti und das Netzteil. Ich habe jetzt auch auf die Schnelle einfach mal eine Alternative rausgesucht. Das ist jetzt wieder Dubaro und zwar mit dem PCGH Ratgeber PC 1300 Edition für 1300, wie der Name schon sagt. Als Prozessor haben wir hier schon einen aktuellen 13400F. Und bevor jetzt jemand schimpft, warte mal, ein 11700K gegen 13400F. Ja, der 13400er ist schneller, laut User Benchmark. Ihr könnt euch auch online sämtliche Benchmarks soweit angucken, da schneidet das ungefähr gleich ab. Als CPU-Kühler bekommen wir keine Wasserkühlung, aber einen BeQuiet Darkrock 4. Warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Muss nicht sein für den Prozessor, aber dafür ist halt das System sehr leise. Das Mainboard ist ein Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Ja, es ist immer noch DDR4, wir haben am aktuellen Chipsatz und wir können hier auch noch die 14. Generation drauf laufen lassen, wenn man das möchte. Die Grafikkarte ist auch eine 4060 Ti, beliebiger Hersteller. Bei dem anderen wusstet ihr, was ihr bekommt, aber das Bild stimmte sowieso nicht, von daher ist das auch gehabt wie gesprungen. Beim RAM haben wir schon 3600er Fury Beast, auch 32 GB, also ein bisschen schneller. Dafür ist die SSD wieder ein Ticken langsamer, ist eine Kingston NV2, für einen normalen Gamer reicht das. Als Netzteil haben wir ein 700 Watt BeQuiet Pure Power 11. Ja, das ist ein älteres Netzteil, mit der Grafikkarte, die hier drin ist, funktioniert das aber. Wenn ihr später irgendwie upgraden solltet, eine stärkere Grafikkarte reinpackt, die den neuen Stecker braucht, müsst ihr halt mit diesen Adapterkabeln arbeiten. Ist nicht schön, funktioniert aber. Das Gehäuse ist Geschmackssache, das Corsair 4000D ist auch ein stabiles Gehäuse auf jeden Fall. Und schauen wir uns da mal das Ergebnis an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.145,97 €. Und das Teil kostet 1.300 €.
Also 150 Euro Aufpreis ist ein bisschen mehr als der andere PC, ihr habt aber schon aktuellere Komponenten drin. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, das Teil hier kostet 1459, dann habt ihr hier theoretisch noch 159 Euro Luft. Mit diesen 150 Euro könntet ihr euch natürlich ein aktuelleres Netzteil reinkonfigurieren, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Ihr könntet euch auch eine kleine Wasserkühlung da reinballern, so eine 240er, das reicht für den 13400F. Und ansonsten, ja gut, die SSD müsst ihr selber wissen. Ich persönlich finde, es reicht. Ihr könnt euch natürlich auch eine schnellere reinkonfigurieren. Das Windows lasse ich jetzt einfach mal weg, was bei dem anderen PC dabei war. Ich habe unten eine Anleitung in meinem Kanal, da könnt ihr euch das einfach angucken. Ihr könnt von mir aus auch hinterher noch irgendwie 20 Euro für den Key drauf rechnen. Ja, das könnt ihr machen, aber installieren, das dauert 10 Minuten, dann ist die Sache erledigt. Nehmen wir jetzt hier bei dem CPU-Kühler einfach mal eine Wasserkühlung. Von mir aus, damit wir es ungefähr gleich haben wie bei dem anderen PC, die 240er Pure Loop. Bei dem anderen PC hatten wir eine SN570. Wir nehmen hier eine SN580, die ist noch einen Ticken schneller. Und bei dem Netzteil können wir von mir aus, damit wir es auch ungefähr gleich haben, das 850er Be Quiet Pure Power 12 nehmen für 19,90 Euro Aufpreis. Und wenn wir uns da den Preis jetzt anschauen, landen wir bei 1374,70 Euro. Ihr seid immer noch, sage ich mal, 80 Euro günstiger als das andere System und habt alles auf dem aktuellen Stand. Also, um auf das Grundthema nochmal zurückzukommen, der PC ist jetzt nicht zu teuer. Wer aber in der heutigen Zeit so viel Geld vor allen Dingen für diesen Prozessor ausgibt, weiß ich nicht. Ist halt ein bisschen schade drum. Nehmt vielleicht die Alternative, die ich euch gerade vorgeschlagen habe, ändert vielleicht sogar noch die Sachen um, die ich auch gerade vorgeschlagen habe, und dann seid ihr eigentlich good to go. Gut, das wär's dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.